Ja. Willst du die starten oder soll ich sie starten, Elisabeth? Julian muss ja auch noch starten. Läuft schon. Die Ach, läuft. läuft schon eine ganze Weile. Hier, das war ich übrigens. Nee, du musst nicht hinsehen. Vergiss so. Wurde mir gar nicht angezeigt, sorry. Ist so. Okay. Dann, Julian, du übersetzt wieder auf Deutsch. Ja, kann ich machen. Ja, ganz super, ja. So, does anyone have a question? If not, I will just start with my lecture. Ja, Heike. In dem ersten Band, ich verlor mein Herz in Gott, trifft Zahid Mohammed in einer finsteren Hölle. Ich frage mich dann, wo Mohammed wirklich ist. Ist er, wie kann er in der Hölle sein, wo er eigentlich doch im Paradies oder in einem der Paradiese verortet ist? Das ist natürlich jetzt auch wieder im Hintergrund eine Frage nach den Reisen oder ich kann nicht reisen, so weit bin ich nicht. Nach dem Wahrheitsgehalt oder ja, irgendwas dahinter. Wie kann Mohammed gleichzeitig in den finsteren Höllen angetroffen werden, wo er doch eigentlich im Paradies irgendwo zu Hause ist? Shall I translate or? Ich übersetze. Okay, Julian's ask. She was asking, she was reading that on one occasion of Messiah and Prophet and Heart of God Zaid Khan, that she read that Muhammad was in hells. So she's asking, how can it be that Muhammad is at the same time in paradise and in hells? Answer is very simple. Die Antwort ist recht einfach. On one occasion he is in paradise and on one occasion he is in hells. Ja, zu dem einen Zeitpunkt war er im Paradies und in dem anderen Zeitpunkt war er in der Hölle. We also read that our Messiah travels in hells. Ja, wir lesen ja auch, dass unser Messias in den Höllen reist. And that's a very wrong concept. Und das ist so ein sehr verkehrtes Konzept, That also religions have. was wir auch in den Religionen finden. That when you are in heaven, for example, Dass wenn man zum Beispiel im Himmel ist, that you cannot travel to other dimensions. dass man dann gar nicht mehr in andere Dimensionen reisen kann. Or, for example, that Lucifer is always bound to hells. Oder auch, dass Luzifer immer ganz unten in den Höllen ist. No, that's not true. Nee, das ist nicht wahr. Spiritual world is much more complicated. Die geistige Welt ist viel komplizierter als das. And many things we still do not know. Und da sind viele Dinge, die wir noch gar nicht wissen. I want to share one story. Und ich möchte eine Geschichte mit euch teilen. There was one occasion when Messiah and Heart of God, Zahid was traveling in the middle dimensions and in the lower middle dimensions of spiritual world, in the religious realms. Da war eine Begebenheit, wo Messias und Herz Gottes Zahid Khan in den mittleren und niedrigen mittleren Dimensionen der religiösen Menschen gereist ist. Spiritual world does not just have heaven and hell. Und die geistige Welt hat nicht einfach nur Himmel und Hölle. There are many, many different realms. Da gibt es viele, viele verschiedene Bereiche. And those realms are differentiated by the light they have. Und diese Bereiche differenzieren sich am Grad des Lichtes. And this light shows how close you are to God. Und dieses Licht zeigt uns, wie nah man Gott ist. Wenn die Stadt stand, dann würden wir das auf jeden Fall als Karma wieder treffen. Nein. Das TikTok. Bin ich jetzt mit ihr gleichgeschaltet? Lassen wir raus. Mach weiter. Bin ich mit ihr gleichgeschaltet? Mich? Ne, wir machen gerade einen eigenen Stream. Wir müssen ihn raus. Ja, gerade was Falsches gedrückt. Ja, geben eigentlich gerade Vortrag über Gott. Falls du mir zuhören möchtest, gar kein Problem. Ich muss. Haben wir noch so eine ganze Gruppe von Leuten, die noch mit dabei sitzt? Ja. Mal ausmachen.
Sehr schön. Viel Spaß Dankeschön, euch danke, auch. danke, danke. Tschüss. Tschüss. Da kann man auch viele Leute, sag ich dir. Also, wir haben gerade eine neue Funktion über TikTok herausgefunden. Wir können die Streams von anderen Leuten. Und wir waren gerade bei einer jungen Frau. Hey, Und wir hatten 700 Zuschauer kurz. wir hatten kurz. Ja. Na gut. Da müssen wir das Format ein bisschen umändern, ne? What I wanted to say. Okay. So, there are many different realms of spiritual world. Genau, also es gibt viele verschiedene Bereiche in der geistigen Welt. And they are not separated with a wall. Und die sind nicht einfach getrennt durch Wände. They are separated just by the light you have. And if you have the light of this dimension, Diese Bereiche sind getrennt durch die unterschiedlichen Lichtarten, die dort gegenwärtig sind. this light is not, you don't get light from the dimension, but your light reflects the light of this dimension. Und es ist nicht so, dass man das Licht dieser Dimensionen dann bekommt, sondern das Licht, was wir in diesen Dimensionen antreffen, das reflektiert unser eigenes Licht. And that's why you're magnetically, so to speak, pulled to this dimension. Und das ist auch der Grund, warum wir sozusagen magnetisch von diesen Dimensionen angezogen werden. So, why is it that Muhammad on the one side has a permanent residence in paradise? Und warum ist es jetzt so, dass Mohammed auf der einen Seite seine permanente Einwohnerschaft im Paradies hat? On the other side has to go to hells Und auf der anderen Seite aber auch in die Höllen gehen muss? and occasionally is allowed to travel in heavens. Und seltenerweise auch in die Himmel reisen kann? Remember, Erinnert euch mal dran. that this is all that where he has to go from time to times. Das sind alles Bereiche, wo er hin und wieder hinreisen kann oder muss. And now there are, I think I want to give two explanations. Und ich möchte hier zwei Erklärungen an der Stelle geben. The first is of, how can I say it? First is from spiritual perspective. Und die erste Erklärung ist aus der geistigen Perspektive. The second is from a guiding standpoint. Und die zweite Erklärung ist aus dem Standpunkt einer Führung. Alright. So the first one is that Muhammad was a prophet. Und die erste Erklärung ist, dass Mohammed ein Prophet war. A false concept we got through religion is Und das falsche Konzept, was wir aus den Religionen bekommen haben, ist, that prophets have to be perfect. das falsche Konzept ist, dass diese Propheten perfekt sein müssen. We see prophets as something similar in perfection to God. Und dort sieht man Propheten ganz ähnlich in ihrer Perfektion wie Gott. Some religions believe they are God. Und einige Religionen gehen sogar davon aus, dass diese Propheten Gott wären. And some believe that they are the highest achievement of role model for mankind to follow. Und andere sagen, dass die Propheten das höchste Vorbild für uns Menschen sind, denen wir folgen sollen. But that's not true. Aber das ist nicht wahr. All prophets, and we have to embrace that. Alle Propheten, und das sollten wir Akzeptieren. akzeptieren, ja. They were imperfect. They did mistakes. All diese Propheten hatten ihre Unvollkommenheiten und haben auch Fehler gemacht. Some on a very basic level. Und einige auf einem sehr grundlegenden Niveau. And some on a very high level. Und einige auch auf einem sehr hohen Niveau. So I want to explain maybe those mistakes because many people would like to argue on this point with me, and then I will go on and explain Muhammad's situation.
Und ich möchte gerne darauf eingehen und das erklären. Jetzt nochmal sagen? How they did mistakes. Ja, also was für Fehler dort passiert sind. Also for our watchers on TikTok, Auch für unsere Gäste hier auf TikTok. most of them are Christians and Muslims. Und die meisten von denen sind Christen und Muslime. So I want to give a case example of Jesus and I want to give a case example of Muhammad. Und ich möchte deswegen ein Beispiel von Jesus geben und ein Beispiel von Mohammed. So one ex first is Jesus. Und gehen wir zuerst auf Jesus ein. Christians are vehemently saying Jesus was perfect. Und die Christen sagen vehement, dass Jesus perfekt war. But I want to give you from Bible one example where Jesus' way of teaching was bad for the people. Aber ich möchte euch jetzt mal aus der Bibel ein Beispiel geben, wo die Lehre Jesus tatsächlich schlecht war für die Menschen. When we are reading in John, Und da lesen wir zum Beispiel im Kapitel Johannes, im Johannes, Buch Johannes. that Jesus, he was praying on an island. Dass Jesus auf einer Insel gebetet hat. And he was far removed from people. Und er war fernab von allen Menschen. So after his time of mourning, Und nach seiner Zeit der Trauer, he came back da kam er zurück dann. and the people they were waiting on the shore for him. Und all die Menschen haben am Strand auf ihn gewartet, am Ufer. But why were they waiting? Aber warum haben sie gewartet? Because Jesus at that time did many miracles. Weil Jesus zu dieser Zeit viele Wunder wirkte. And people just came for the miracles to him. Und die Menschen sind einfach nur wegen dieser Wunder zu ihm gekommen. They didn't care for his message. Und für seine eigentliche Botschaft haben die sich überhaupt gar nicht interessiert. Imagine. Und stellt euch mal vor, Versuche gerade einen TikTok reinzukommen. Okay. And imagine if sehr, sehr nervig. Aber wir haben schon 1500 Likes bei TikTok. Also, geht sehr schnell, ja? Diese Leute von der anderen Frau sind jetzt bei uns. Schön, dass ihr Interesse habt an Gott, ja? Nur, wir sind auf TikTok, wir sind aber auch über Twitch, YouTube, Facebook und Instagram live. Und deswegen sieht es so aus, als würde ich die ganze Zeit nach vorne sprechen, weil wir auch noch Leute hier in Ich muss unserem, mal ganz kurz das jetzt wenigstens ja, versuchen. Leute hier in unserem Zoom-Meeting haben. Und nur, dass ihr Bescheid wisst, warum ich hier nach vorne gucke und nicht nach oben. Ja. Und auf Englisch tue ich sprechen, weil wir auch noch viele internationale Leute dabei haben. Ja, und sind gerade. Das ist so nervig. Mach das, du kannst den Ton ausmachen, ne? Warte kurz, lass es mal. Ja, Mann. Schließ die Seite, das ist ja egal. Die lassen nicht. Okay, So, jetzt. jetzt habe ich gestoppt. Okay, und eine Frage war, ich weiß jetzt nicht, wie viele von in TikTok auf Englisch zuhören, aber eine Frage war, unser Prophet Messias und Zahid Khan ist in der geistigen Welt gereist und hat Mohammed, von dem er gesagt hat, dass er in den Himmel, dass er in den Paradiesen lebt, also in den guten Bereichen. Warum trifft er ihn auch in der Hölle an? Und warum, und dann habe ich noch dazu geordnet, warum trifft man Mohammed aber auch in den Himmel? Ja? Und ich habe hier ein Konzept, was in den Religionen seit Jahrtausenden vorherrscht, erklärt. Und zwar, in der Religion wird es ja erklärt, es gibt Himmel und Hölle. Aber das ist ein falsches Konzept, ein sehr starres Konzept. Es gibt nicht den einen Himmel, es gibt nicht die eine Hölle, sondern das geistige Leben, und zwar auch wenn man dort reist, und das ist möglich, ist so aufgeteilt in ihrer Nähe zu Gott. Und davon gibt es Milliarden, Trilliarden und Trilliarden von Bereichen. So wie unser physisches Universum viele, viele Planeten hat und viele, viele Galaxien und viele, viele Sterne, um die auch nochmal Planeten rumkreisen. So gibt es auch im geistigen Leben viele, viele einzelne Bereiche oder auch Ewigkeiten. Ewigkeiten ist wie einmal unser physisches Universum, wo wir hinkommen.
Und wir kommen je nachdem dahin, wie viel Licht wir in unserem Geist haben. Und dieses Licht spiegelt einfach unsere Nähe zu Gott wider. Die Himmel sind die allerhöchsten Bereiche, wo die Wesen hinkommen, die am nächsten zu Gott sind. Die Paradiese sind die Bereiche, die auch noch nah bei Gott sind, aber schon wieder etwas weiter weg. Und dann geht das graduell einfach runter. Ja. Wir laden jeden dazu ein, selber diese geistigen Reisen zu machen. Ich kann gerne auch gleich nochmal erklären. Der Simon wird gleich vielleicht nochmal Fragen hier aus dem Chat vorlesen. Und dann können wir die gerne beantworten. Ich würde aber gerne nochmal die Frage von der Heike, sie ist eine unserer Zuschauerinnen, zu Ende beantworten. Moses, vielleicht wäre es an der Stelle auch ganz gut zu sagen, was wir sind. Also, ob wir jetzt eine Religion sind oder keine Religion. Das wäre vielleicht für die ganzen neuen Zuschauer ganz wertvoll, Das denke ich. würde ich gleich machen, im Anschluss, Ja. auf die Chatfragen eingehen, ja? Okay, so Jesus, he was talking to the people and he said to them when he came back from the island. Und Jesus kam also zurück auf die Insel und sprach dann zu den Menschen dort. I am not doing any miracles anymore. Und er sagte den Menschen, ab jetzt gibt es keine Wunder mehr. You should eat my flesh and drink my blood. Und stattdessen hat er ihnen gesagt, ihr solltet mein Fleisch essen und mein Blut trinken. That's how it is written in John. Und so ist es, wie es dort geschrieben steht. Im Im Johannesevangelium. Johannesevangelium. So. Nimm erstmal die Anfrage. So, what happened? The people, they were misunderstanding Jesus. Und was ist jetzt passiert? Die Menschen haben Jesus komplett missverstanden. And it is written in John, they were picking up the stones and they wanted to stone him. Und im Johannesevangelium steht so beschrieben, dass die Menschen dann Steine aufgehoben haben und angefangen haben, ihn zu steinigen damit. And they were saying, Und sie sprachen, die Menschen. Jesus wants us to sin. Jesus möchte, dass wir sündigen. Yeah, because we would break the old law if we would eat and drink the flesh of a human. Denn, so haben sie gesagt, wir würden ja gegen das alte Gesetz verstoßen, wenn wir sein Fleisch essen und sein Blut trinken würden. Das Alte Testament. Im Alten Testament, ja. So, this was one way how Jesus was misguiding people, because he was speaking in symbols permanently. Und das war eine Art und Weise, wie Jesus die Menschen fehlgeleitet hat, weil er in Symbolen bloß gesprochen hat. He knew that he was speaking to uneducated people. Und Jesus wusste sehr genau, dass er zu unausgebildeten Menschen gesprochen hat. So, why wasn't he speaking in simple terms? Warum hat er also nicht in einfachen Begriffen gesprochen? There were many occasions when people wanted to kill Jesus. Und es gab auch viele Begebenheiten, wo Menschen Jesus umbringen wollten. Not because they didn't want to listen to him. Und nicht, weil sie ihm nicht zuhören wollten. Or because the truth he was speaking was too unbearable. Und auch nicht, weil die Wahrheiten, die er gesprochen hat, zu untragbar waren. But simply because they were misunderstanding him. Sondern einfach nur, weil sie ihn missverstanden haben. And this was. Oh. Yeah. And this was one mistake in his mission. Und das war ein Fehler in seiner Mission. The biggest tragedy, if you read the Gospels, Und die größte Tragödie, wenn ihr die Evangelien euch anschaut, if you just read the Gospels, wenn ihr einfach nur die Evangelien lest, you are left with the sense that the mission of Jesus was unsuccessful. dann bleibt der Eindruck zurück, dass die Mission von Jesus unerfolgreich gewesen ist. It's just when you read Acts and the later letters of Paul. Und erst wenn ihr die Apostelgeschichte und die Briefe von Paulus lest, Will this story be turned into a success story by Paul? erst dort wird diese Geschichte dann in eine Erfolgsgeschichte umgedreht. Yeah. It is Paul who's interpreting the mission of Jesus as a success. Und es ist genau Paulus, der die Geschichte von Jesus als eine Erfolgsgeschichte beschreibt. It's not from the Gospels that you read his. It's not from the Gospels alone that you read his life story as a successful story. Aber sind nicht einfach nur die Evangelien, die Jesus Lebensgeschichte als eine Erfolgsgeschichte darstellen. Also in Mohammeds case. Und in Mohammeds Fall ist es ähnlich. Mohammed Waller versus Galatasaray.
Mohammed had to fight because he was much further than Jesus in his mission. Und Mohammed war noch viel weiter auf seiner Mission als Jesus. He already had many people in this mission and he had also political power. Bei Mohammed war es so, dass er bereits sehr viele Menschen in seiner Mission hatte und dadurch auch politische Macht hatte. And many people wanted to fight against him. Und viele Menschen wollten darum auch mit ihm kämpfen. And he had to fight many people. Und er hatte auch viele Menschen zu bekämpfen. Viele wollten gegen ihn kämpfen und er kämpfte auch gegen viele andere. Kann man am Dings live gehen am PC? Das weiß ich nicht. Müssen Also, wir. du nicht. Ich rede mit ihm. Mach weiter. Ja, das unterbricht mich. Er muss mit vielen Leuten kämpfen. Ja. So, the wars he was waging were not always defensive wars, as many Muslims say. Und die Kämpfe, die er geführt hat, das waren nicht einfach nur Verteidigungskriege, wie viele Muslime behaupten. We read in Sahih al-Bukhari and in the Sirah of Hörst du? Muhammad. Wir lesen in der Sahih al-Bukhari und in der, was war das andere? Lebensgeschichte Muhammad. Lebensgeschichte von Mohammed. That he was also, for example, attacking a Jewish town. Dort lesen wir, dass Mohammed zum Beispiel auch eine jüdische Stadt angegriffen hat. And they were defenseless because he was attacking in the morning. Und die waren dort, die hatten gar keine Möglichkeit, sich zu verteidigen, weil der Angriff ganz früh am Morgen stattgefunden hat. Yeah. And it is written that they were coming out of the city to work on their fields. Und es ist so beschrieben, dass die gerade aus der Stadt rauskamen, um auf den Feldern zu arbeiten. And he was coming with his horses and attacking them. Und er kam dann mit seinen Pferden und haben die attackiert. It is not that we are saying that for this reason Muhammad is not a prophet. Und es ist nicht so, dass wir sagen, aus diesem Grund ist Mohammed überhaupt gar kein Prophet. But it shows Sondern es zeigt vielmehr. that also his life was. Du kannst auf dem Ton ganz ausmachen auf deinem Handy, ne? Na, ich muss nur. Ich habe gerade den Livestream gestartet. But it shows that they were making mistakes. Sondern es zeigt, dass diese Propheten auch Fehler gemacht haben. And those mistakes, Und diese Fehler, in contrast with what they did for the will of God, wenn wir das ins Verhältnis setzen zu dem, was die Propheten für Gott getan haben, okay. brought them in this situation spiritual life. hat sie in diese Situation im geistigen Leben geführt. They on the one side have to, because they did the will of God, can live in paradise. Auf der einen Seite, weil sie den Willen Gottes getan haben, können sie im Paradies leben. And on the other side, Und auf der anderen Seite, because of their mistakes in the mission of God, durch die Fehler, die sie auf der Mission Gottes getan haben, they have to go down to their members of their religions and help them, to guide them spiritually. sind sie jetzt verpflichtet, im geistigen Leben auch nach unten zu gehen, um den Mitgliedern ihrer Bewegung, geistig zu helfen. Yeah. And they have to correct themselves there. Ja, und dort müssen sie sich selbst dann berichtigen. Yeah. And that's the reason why we find them in paradise and in lower dimensions. Und das ist der Grund, warum wir diese Propheten manchmal im Paradies und manchmal in niedrigeren Dimensionen antreffen. Now one more thing. Und eine weitere Sache noch. Bobby Khan. Ja, Bobby Khan. Atta, please tell Bobby Khan he has one picture of God that he made with one face app. This is not good. Okay, I'll tell it. Thank you, brother. Nein, बॉबी भाई, ये तस्वीर काला की जो है वो हटा लें ऐसे कोई. डोंट चेंज एनीथिंग अदर आई टोल्ड यू बिफोर टू एक्चुअली नॉट टू डू इट एक्चुअली. यस, नोबडी इज अलाउड. नोबडी इज अलाउड. नॉट ए सो बात, नॉट ए समथिंग एंड नॉट दिस थिंग व्हाट यू डूइंग. यू हैव टू टेक अवे प्लीज. Yep. Yes, I told him already. He will remove it right away. Yes. Okay. Okay. So now this is our prophet, Messiah Zahid Khan, who traveled in the spiritual world, and he will tell about his
a lecture on spiritual observations, weil Okay. wir haben viele neue Leute auch. Very good. He has to change now. Or take this. Yes. Ja, okay, er hat. Very good. 400. And never make God's image with something else, okay? This God don't want it. Ich kann es nicht erben. Links. Yeah, okay. No. Yeah. So, occasionally, you can also look up there. Okay, okay. Yeah, there are many people. Okay. They are watching. Okay. And I'd like to greet everybody. Ich möchte jeden gerne grüßen, ne? Thank you. Und Jakob, jetzt ist deine Zeit. Yes. Okay.
Meistgeliebter himmlischer Vater, o du Schöpfer aller Schöpfungen und der, der uns die Liebe geschenkt hat, ich danke dir für die Zeit, die wir hier haben. Sie ist ein wirklich kostbares Geschenk, aber auch ein Geschenk, das jeden Tag kleiner wird. Und das Bizarre an diesem Geschenk ist, dass wir nicht wissen, wie lange dieses Geschenk noch anhält. Früher haben die Menschen 20 Jahre gelebt, 30 Jahre. Heute gehen wir in Deutschland von 80 Jahren aus. Aber wenn du Pech hast, trifft dich morgen ein Auto, der Blitz, ein Feuer, eine Krankheit und deine Zeit ist vorbei. Und deine Zeit, sie kommt nie wieder. Es gibt viele Zwecke und Ziele, die wir in unserem Leben verfolgen. Und keines dieser Zwecke und keines dieser Ziele ist unbedingt falsch. Aber wir sehen nicht, was am Ende davon übrig bleibt. Wir sehen nicht, was wir am Ende mit in unseren Geist nehmen. Denn es ist nur unseren Geist, den wir mitnehmen. Die Zeit, die wir investieren, sei es nun für unser Studium, sei es für unsere Arbeit, sei es für unsere Aufgaben, die wir in der Mission übernehmen, sei es fürs Übersetzen der Bücher, sei es, wenn wir auf die Straße gehen. Sie alle werden wertvoll dadurch, dass wir sie tun, weil wir sie für dich tun. Denn das, was wir mit dir verbinden, wird seinen Wert behalten und das, was wir oberflächlich tun, wird verschwinden. Also bitte, lass uns alle ein Herz für dich entwickeln. Lasst uns, wie dein Messias es heute gesagt hat, und dich an erste, an zweite, an dritte, an millionste, an billionste und an jede Stelle stellen, bis wir irgendwann eins mit dir sind. Denn diese Zeit wird dann erst wertvoll, wenn du mit dir bist. Und noch einmal, die Verantwortung liegt bei uns selber. Die Verantwortung liegt bei uns aber auch selber, zu uns selbst ehrlich zu sein. Also bitte, zeig uns, mach uns zu ehrlichen Menschen, zumindest ehrlich gegenüber uns selbst. Ehrlich, damit wir wissen, was wir tun und damit wir nicht schockiert werden, wenn wir ins geistige Leben eintreten. Geliebter himmlischer Vater, noch einmal möchte ich dafür beten, segne die Leute, die heute hier sind, denn es sind die Leute, die sich für dich entschieden haben. Es sind die Leute, die jetzt schon mittlerweile mehrere Jahre, manche 7, manche 8 mit uns sind. Es sind die Leute, die immer wieder kommen und immer wieder Zeit geben. Und das ist, was diese Leute so besonders macht. Und deswegen bete ich für ihr geistiges Wachstum, dass ihre Zeit qualitativer wird, dass meine Zeit qualitativer wird und dass wir diese Zeit, die wir geschenkt haben, zu einem Geschenk für dich machen, was uns aber auch selber Flügel verleiht. Das bete ich im Namen deiner Liebe, das bete ich im Namen von dir und das bete ich im Namen deines Herzens. Amen. Amen. Amen.